Nicht Eisen. Hier. Und dann haben wir für das Zeugs auch mehr Platz. Sehr schön. Auch fast voll. Jetzt, na komm, dein Trink. Und nicht rechte Maus, da ist der linke. Hast du immer noch nicht gelernt. Mann. So, haben wir die Seite abgehakt. Abgehackt. Nein, das macht man mit Hände. Nein, macht man nicht mit Hände. Na dann mit Füßen. Nein, auch nicht. Ganz Arme. Nein, hör jetzt auf mit dem Scheiß. Da sagst du, bist bekloppt. Düt, stimmt. Und du redest mit dir selbst. Düt, stimmt. Ach ja, ich höre schon auf, ich höre schon auf. Ja, mir ist beim Laufen langweilig, da muss ich mich unterhalten. Du kannst ja vorspulen. Sehr schön. Das brauche ich jetzt. Sandsturm beim Latschen. Dankeschön. So, den brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht mehr. Deswegen habe ich unterwegs auch noch nichts aufgelutscht. Stellen wir nur ein bisschen weiter oben hin. Denn von hier aus können wir auch dahinter rennen, wenn irgendwas sein sollte. Ah. Nein, interessiert mich nicht. Ich habe da gar nicht gesehen, dass da Ressourcen drin lagen. In der Textur, im Stein. Komme ich hier hoch? Ja. Mir geht es nur darum, dass ich das Gerät so hinstelle, dass ich es von der Weite sehe und auch gleich dorthin kommen kann. Taktisch positionieren, weißt du? Wie hier oben drauf. Denn ich will es auch noch nutzen in die andere Richtung. Na, dann halt so. So. Und dann haben wir hier schon die Kisten. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Kisten mitzunehmen. Liegt mehr Eisen rum? Schon wieder mehr Eisen. Okay, wir haben die Überlebenskiste. Und wir haben hier mehrere Sachen. Kann ich? Ne? Ein Buggy! Dreh rum, nehme ich mit! Lagerkiste. Oh, Mikrochip. Terraforming-Aufgabe, Sprengvorrichtungen vorsichtig manipulieren, um seltene Materialien zu extrahieren. Manipulieren? Ihr habt aber schön übersetzt. Letzter Status, alles läuft gut. Sehe ich. Protokoll gefunden. Protokoll-Ziel gefunden. Annäherung an das Ziel, Platzieren des Sprengsatzes, Entfernung vom Sprengkörper. Count complete. Achso, Aktivierung des Sprengsatzes. Kaboom! Und warum darf ich den nicht looten, den Sprengsatz? Ich mach das per Hand. Wir haben den fehlenden Stoff. Willst. Wie weit sind wir gekommen? 2 Meter? Können die Kiste nicht mal bauen? Was soll man einstecken? 1, 2, 3, 1, 2. Okay. Mir fehlt Sili. Haben wir hier Sili rumliegen? Ja, haben wir. Machen wir ganz einfach. Wir schmeißen hier was raus. Zum Beispiel ein Eisen. Schnappen uns ein Sili. Und rennen weiter. Dann können wir uns nämlich. Können wir wirklich? Ja. Haben alles dabei.
Können wir uns einen Shelter aufbauen? Überlebensbude. Gehen weiter erkunden. Und bauen dort oben wieder die Überlebensbude auf. Dann haben wir wieder ein paar Platz frei. Und wenn wir das nächste Mal in die Gegend kommen, looten wir dann die Kisten. Wenn ich das so sehe. Da ist nämlich schon wieder die nächste Kiste. Bauxit? Nein, Eisen. Ist nur durch den Sandsturm jetzt so rot. Essen könnte man mitnehmen, ne? 40 Essen. Das ist die nächste Kiste. Was haben wir hier? Eisen. Hier dunstet's vor uns. Irgendwas, ja, irgendwas Wichtiges. Titan nehmen wir mal mit. Und mag. Nee, nicht mal Wesen hier. Oh! Oh, Bauxit. Inventar voll. Und hier scheinen wir das richtige Bauxit-Gebiet gefunden zu haben. Kriege ich Damage? Nein. Ja, weil es hier so dunstet, weißt du? Hier ist richtig Bauxit drin. Titan, Bauxit. Ja, Jetpack geht immer noch nicht. Ich mach gab. Bau mal hier ein Überlebensding auf. Und dann gucken wir da rein. Oben drauf Zugang von vorne, falls es mal nicht reicht. Wir durften meistens von hier kommen. Bauxit. Cool. Ich hätte nicht gleich da hoch gedurft, richtig. Das haben wir aber gesehen, als wir Superlegierung dort bekommen haben. Dass wir schon zu früh dort waren. Aber woher wissen? Muss so ausprobieren. Und ich will hinten auch nochmal im Kreis laufen. Aber die Höhle will ich zuletzt nehmen, weil die scheint mir am anspruchsvollsten zu sein. Nimm mal eine Nase. Dass wir noch einen Bauxit mitnehmen können. Und dann gehen wir weiter erkunden. So, hier biegen wir mal ganz kurz da hoch. Hier bin ich einfach nur neugierig. Kann man hier drauf rumkrabbeln? Ist das ein Krater? So eine Kacke sollte ich lassen, aber ja, ist ein Krater. Aber sieht gut aus. Sauerstoff tickt anscheinend schneller, aber. Also ist das hier ein spuckender Vulkan, der uns Bauxit ausspuckt. Gut, rumrennen bringt jetzt nicht viel. Wir bringen es erstmal nach Hause. Ich habe hier bald überall Überlebensschalter stehen, ne? Und hier muss ich dann auch immer wieder überall reingucken. Das ist doch... Apropos reingucken. Wenn du reinguckst, könntest du schon das Wichtigste mitnehmen, ne? Ja, aber mehr brauchen wir auch nicht. Selbst Wasser essen können wir drin lassen für Notfälle. Okay, gibt keine Notfälle mehr mit Wasser. Das sieht nach Schwefel aus, das ist schön. Aber ich habe da nicht mal fertig erkundet. Und da hinten ist Lava. Aber die wichtigsten Sachen haben wir aus den Kisten bis da hoch raus. Jawohl. Das war nur noch Eisen. Den Shelter da oben, den lassen wir auf jeden Fall stehen beim Bauxit.
Wir müssen dann wieder hin wegen Bohrer aufbauen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es hier auch Bohrer gibt. Oh, wir haben sicher Bauxit. Wir haben sicher Bauxit. Was jetzt hier fehlt, ist eigentlich nur eine Goldkiste, ne? So viele Kisten, wie wir hier gefunden haben. Noch ein Stoff. Kobalt raus. Ein Alu. Magnesium raus. 350% Magnesium raus. Kobalt raus für Uran. Trinken für Uran. Und Sauerstoff für New. Wobei wir mittlerweile ja auch keine Essensprobleme mehr haben. Oh, sieht so geil aus. Dolomit. Aus den Dolomiten hat es damit was zu tun? Kennt sich geologisch jemand von euch aus? Noch eine Kiste. Doch nicht alle Kisten aufgesorgt. Oder bin ich schon so weit nach... Schon so weit nach rechts abgedriftet. Aber hier waren wir schon dran. Haben wir nicht geschafft mitzunehmen. Also mit Kisten sieht es wirklich viel besser aus. Interessant, wenn jetzt in die anderen Richtung auch noch so viel ist. Halleluja. Da war ja noch richtig was vor. Ist denn der Planet kleiner? Ich hätte vielleicht vorher umbauen sollen. Hier haben wir die Dinger mit drin. Alles noch nicht fertig? 80%, 80%, 91%, 92%. Ja, ist auch relativ egal, weil wir genug da haben. Wie mache ich das jetzt? Klopp mal einfach alles hier rein. Genau. Nimm 2 Eisen raus. Nimm das raus. Und dann baust du hier einen großen Schrank auf. Einen Vorratsschrank. Kriegen wir hier noch einen rein? Nein. Eine kleine Lagerkiste dazwischen? Nein. Das wird auch albern aussehen. Aber hier nur die ganzen Samen reinzupacken? Ganz wichtig, das. Wir nehmen mal noch ein Eis für Wasser, Reservewasser, ein Reserveessen. Die sind sowieso alle gleich fertig und im Aluminium hatten wir das alles drin. Warte mal, das war noch ein Kletterer-Dutch. Hier hatten wir noch nur das. Nein, nicht rausschmeißen! Das war's Falsche. So, 2 Stoff braucht man auf jeden Fall. Wie sieht's hier draußen aus? Durchgerattert. Hallo? Hallo? Wabab. Ist auch gleich wieder ein Haufen anderes Zeugs drin. Eisen, Sili, Magnesium, Alu. Sah schon fast aus, als wäre der durch. Hat nur noch drauf gewartet, um das rausschmeißen zu dürfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, fünf, zehn, 20.
20 durch 4 sind 5. 1, 2, 3. Wenn wir 5 reinlegen, müsste der drüben voll werden. 4 raus und ein zerlegt hier unten.